Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, ich habe gerade Roshans Verkleidung bekommen. Was heißt Verkleidung? Ihre Montur. Ihre ehrenvolle Montur habe ich bekommen. Weil ich sie mir gestern aus dem Store ganz kostenlos geholt habe. So, jetzt wollen wir zu dem Rafik. Und wollen ihm überbringen. Juhu, wir haben es geschafft. Wir haben die alte kalt gemacht. Aber da vorne ist noch einer, den wir bemopsen können. Also machen wir das, nicht wahr? Das macht so einen Spaß. Oh, und hier sind überall wieder böse Jungs. Guck mich nicht an. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Hey. Freundchen. Übertreib mal deine Rolle nicht. Kleiner Pisskopf, du. Hoppala. Entschuldigung. Da. Habt ihr das gesehen? Der hat mich einfach geschubst. Als hätte ich ihm was getan. Aber dem werde ich noch was tun. Ich schwör. Am Mann. Okay. Hier ist was. Mopsen. Einsammeln. Ich immer war hier nicht. Beim letzten Mal wurde ich doch hier gejagt, oder? Ah ja, genau, hier ist das hier. Hm. Okay, hier geht gar nichts. Von oben irgendwie rein? Wird da gerne rein? Wird er jetzt hier hoch? Ich weiß zwar nicht, was ich hier drin will und soll, aber... Hier gibt es bestimmt irgendetwas, für was es sich lohnt, da reinzugehen. Okay. Was? Nein. Untertauchen wollen wir nicht. Wir sind... Bären. Noch welche? Nö. Also, Attacke. So. Nee. Was stand da? 13 Meter unten. Ich halte euch alle für verrückt. Was untertauchen? Mit wollen wir. Ah. Das wollen wir. Okay, nun sind wir wieder hier. Genau. Nein. Warum macht ihr das mit mir? Oder kann es sein, dass ich dafür eine Quest brauche, um da reinzukommen? Da ist eine Tür. Wollt ihr mal gucken? Aha. Guten Morgen. Wie gut, dass die alle was anhaben. So. So, was haben wir hier? Sachen zum Mopsen. Eine Tür, die wollen wir nicht. Natürlich ist sie von der anderen Seite verriegelt. Was ist denn noch sonst? Die? Auch. Hä? Du wolltest mich doch verkaspern. Ah ja, jetzt sind wir draußen. Na gut, von mir aus. Ja. Jetzt aber nochmal den Weg machen. So, ja, genau. Oh, wir müssen wieder auf die andere Seite. Ich laufe jetzt erstmal hier, bis er mir anzeigt, dass ich auf die andere Seite muss. Weil das Rüberklettern da, das ist immer so anstrengend mit diesem blöden Wasser. Ich hasse Schwimmen. Ich hasse alles, was mit Wasser bei Assassin's Creed zu tun hat. Alles. Ich hasse bei... bei Odyssey hasse ich diese Wasser-Seeschlachten. Genauso wie bei Assassin's Creed 3. Diese ganzen Seeschlachten, diese total zum Kotzen. Was denn? Was denn? Ich bin schon da. Basim, ich wusste, dass du es bist. Du bist nicht der Einzige mit Augen, die weit sehen.
Sag mal, Tabit, du hast doch die Straßen mit Augen und Spitzeln bestückt. Das ist das Leben eines Rafik. Wo wären wir schon ohne mein Wissen? Wissen ist ein Werkzeug, eine Waffe. Es kann für Wohl oder Übel eingesetzt werden. Und der Orden nutzt es eindeutig für Letzteres. Was hast du erfahren? Die Fäulnis reicht tief im Haus der Weisheit. Sie nutzen irgendein uraltes Buch, in der Hoffnung, ein teuflisches Gerät zu bauen. Ich habe Gerüchte über diese gotteslästerliche Apparatur gehört. Sie nennen sie ihr großes Werk. Der Orden experimentiert an Menschen. Bis zum Tod. Ich habe sie vorerst aufgehalten. Aber jemand namens Arrabisu hat im Haus der Weisheit die Fäden in der Hand. Irgendeine Ahnung, wer diese Person sein könnte? Ich habe den großen Gelehrten Fasil Fahim in Verdacht. Diesen gebrechlichen alten Mann? Das sagen die Hinweise, die ich gefunden habe. Es könnte stimmen. Im Haus der Weisheit findet bald ein großes Symposium statt. Eine zwanglose Zusammenkunft Gelehrter mit einer Vorlesung, Leckereien und Gesprächen. Selbst die edle Arib wird dort sein. Geh und bespitzle diesen Fasil. Mit Bedacht. Doch ziehe deine Klinge nicht beim Symposion. Wir wollen uns noch nicht zu erkennen geben. Wenn Fasil aber schuldig und allein ist, dann schlag zu wie eine Natter. Aber du musst sicher sein. Bevor ich handle, werde ich das sein. Was soll ich denn schon wieder bei dir auf dem Dach? Hau ab. Hab weg, Junge. So. Gut, dann blitzen wir darüber, nicht wahr? Kriegst du das hin, Basim? Hau dir ja gar nichts zu. Und jetzt wieder mit der Hände. Einfach so. Oha. Der hat starke Hände. Er hat sehr, sehr viel in seiner Jugend an den Händen gearbeitet, würde ich sagen. Und ich denke, die Männer unter euch wissen, was ich meine. So. Jetzt. Müssen wir da hoch? Nö, wa? Wir latschen erstmal ein bisschen in diese Richtung. Oh, ich dachte schon wieder Wasser. Mädchen, das ist nicht schon wieder das Haus der Weisheit? Ja klar, steht doch da. Das Symposion sollte hier stattfinden. Die hellsten Köpfe Bagdads teilen ihre Weisheit. So. Oh, ich kann nicht rennen. Okay. Na. Du wirst doch da worüber kommen, Basti. Was ist los? Du kletterst auf Häuser. Nein, komm. Verzeihung, ich möchte zur Vorlesung des großen Gelehrten. Fasil Fahims Vorlesung über die vorsintflutlichen Vorfahren der Menschheit beginnt bald. Labe dich bis dahin gern an unserer reichen Auswahl vorzüglicher Köstlichkeiten und Erfrischung. Nee, besser nicht. Wahrscheinlich vergiftet. So. Gelegenheiten finden. Was sind welche? Wer sind die denn alle? Ich sagte doch, wir sehen uns. Wohl wahr. Was führt dich wieder her? Ich möchte dir etwas zeigen. Jetzt? Ich habe doch keine Zeit, Mensch. Okay, schieß los, aber beeil dich. Im Haus der Weisheit sammeln die wildesten Kinkerlitzchen und Geräte. Ich war schon mal hier, Nihal. Das ist Ahmad ibn Musas Werkstatt. Hast du dich da reingeschlichen? Redest du mit mir? Hallo? Ungewöhnliche Skizze gefunden. Die hier oder was?
Ahmad und seine Brüder können wahrlich fantastische Apparate entwickeln. Nicht alle seine Einfälle sind so nützlich, fürchte ich. Guck nicht so selbstzufrieden. Die Welt ist voller Wunder. Da kommt jemand, wir müssen sie killen. Er hat uns gesehen. Ja, und jetzt? Soll ich verarschen? Das war's schon. Das wolltest du mir zeigen. Ich will mich doch verarschen, oder? Ist doch nicht ganz dicht im Kopf. Okay, ich bin weg. Keine Zeit für die Blödsinn. Moment, hier mal. So. Nein, 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 lass das. Mit Hammel. Ja, hier ist nicht mehr. Hast du noch etwas? Hey, ist ja gut. Da läuft mir ein Schauer über den Rücken. Als würde ich ein kosmisches Geheimnis lüften. Du liest zu viel über Magie und verlorene Städte unter den Dünen. Und du liest zu wenig. Vielleicht gibt es andere Welten, andere Völker zwischen den Sternen. Unsinn. Ja. Ungewöhnliche Skizzen gefunden. Ja, dann zeig mir doch diese blöden Skizzen. So, einmal das. Ah, hier auch noch. Erinnert dich das an deine Albträume? Nein. Eher an etwas aus dem Bimaristan. Oder an einen Übungsplan der Verborgenen. Ah ja, lautlose Arten, schnell zu töten. Tod in Sekunden. Mach dich nicht lustig, volle Schrapnelle. Ist noch was hier? Da hinten, aber den habe ich doch eben gerade schon gesehen, oder nicht? Ah. Oh, das habe ich schon einmal gesehen. Ist es das, was du mir zeigen wolltest? Ja. Es erinnert mich an das Ding, das wir im Palast fanden. Was ist das? Eine Zeichnung aus einem uralten Buch. Du verschweigst mir doch irgendwas. Du willst nicht wissen, was hinter verschlossenen Türen geschieht. Wieso? Weil du es auch nicht weißt? Weil, wie Darwish sagt, es manchmal besser ist, die Wahrheit hinter den Dingen, die wir tun müssen, nicht zu kennen. Die Wahrheit ist, Basim, dass alles hier ist, direkt vor deinen Augen. Aber du willst es nicht sehen. Es geht um dich. Es ging immer nur um dich seit jener Nacht. Ich habe einen Eid geschworen. Mein altes Leben hinter mir zu lassen und dem Pfad der Schatten zu folgen. Vielleicht findest du eines Tages das Licht. Doch bis dahin bleibe ich bei dir, bei jedem einzelnen Schritt, damit du auch ja nicht vergisst, wer du bist. Willst du mir drohen? Das weiß ich nicht. Na toll. Habe ich sie jetzt auch noch am Hacken die ganze Zeit, oder was? So, wo muss ich hin? Ich will da. Okay. Bis nie halt. So, jetzt will ich die Gelegenheit mal... Was war das? Ah, sitzen. Nee, das wollen wir nicht. Wo ist Arib al-Mamunia, die Dichterin? Aus der Nähe. Ja. Wo ist Arib? Ich hatte gehofft, ihre strahlende Präsenz erleben zu dürfen. Man sieht sie so selten außerhalb der runden Stadt. Die Wunderbare ist im Garten und sinnt über die Vollkommenheit der Natur nach. Ach, wäre ich nur eine Blüte in ihren kundigen Händen und Muse für ihre salbenden Verse. Sie wird erleichtert sein, einmal nicht von ihren reichen Gönnern belagert zu werden. Oh, vielleicht führt sie ein aufregendes Doppelleben und schleicht sich aus den Palästen, um Inspiration im einfachen Leben zu finden. Ich bezweifle es. Oder auch einfach nur rumzuhuren. Man weiß es nicht. Meditieren? Muss ich jetzt meditieren? Nein, ich meditiere jetzt nicht. So,
Oder meditiere ich doch? Okay, da haben wir noch eine Gelegenheit. Der Übersetzer. Was macht der noch hier? Übersetzen. Oh nein, du solltest nicht so bald zurückkommen. Ja, ich fürchte mich auch, doch konnte ich meinen Büchern nicht fernbleiben. Ich schätze, man folgt immer seiner Pflicht. Bis bald. Ja. So, da war doch noch jemand, ne? Ja, genau, der da. Ey, lass mich doch mal in Ruhe. Hallo, ich möchte laufen. Okay, jetzt geht's wieder. Der Sternkundler könnte zu Ihnen gehören, obwohl ich das bezweifle. Egal, mit dir quatschen wir noch. Said, es ist mir eine Ehre, deine Bekanntschaft zu machen. Wie schön, wenn mehr junge Leute das Haus der Weisheit aufsuchen. Glaubst du, der große Gelehrte wird eine gute Vorlesung halten? Vergeude deine Zeit nicht mit seinem Gerede. Ich habe viel praktischere und ergötzliche Bücher geschrieben. Zu welchen Themen? Unter anderem über Sonnenuhren, Astrolabien, Sterne und Planeten, sowie über den Umfang der Erde. Faszinierend, Said. Ich werde deine Bücher lesen. Auf bald. Achtung, Gäste des Symposiums. Die Vorlesung des großen Gelehrten beginnt nach kurzer Verzögerung. Okay, meine Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Genießt alles, was ihr habt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, macht's gut.